Yo, am Ende haben wir sogar most Damage gemacht. Wer fehlt uns noch von den Ladies? Uns fehlt noch ein paar von den Ladies, fehlt uns, ne? Wir haben jetzt Riven, Irea, Fiora, Camille. Eigentlich fehlt Gwen. Ich glaube, dann sind unsere Top-Line-Ladies durch. Aber Gwen habe ich schon so oft gespielt, dass ich nicht wirklich Lust auf sie habe. Bei Camille habe ich dieses Jahr so gut wie noch nie gespielt. Fiora, Irea, Riven. Auch nicht so viel, aber natürlich habe ich immer viel Gwen gespielt. Illaoi. Na, Illaoi ist nicht wirklich eine von den Ladies. Illaoi ist mehr so. Ist halt nicht mobil. Right? Also die Ladies sind halt allesamt mobil und so Bruiser. Illaoi ist einfach ein Juggernaut. Mehr so. Ja, sie sind nicht eine von den Bruiser-Ladies. Brauchen schon so eine Bruiser-Lady. Ich glaube, die Bruiser-Ladies sind die fünf. Riven, Irea, Fiora, Camille und Gwen. Sie eine Muscle-Mummy. Sure. Nidalee. Ja, Nidalee habe ich natürlich auch viel gespielt schon. Akali könnte eine von den Ladies sein, aber sie ist mehr so Assassin-fokussiert als Bruiser. Lilia Toplane. Maybe. Bria. Welches Geschlecht ist eigentlich Zack? Ich nehme an, er hat kein Geschlecht. Er ist einfach so ein Experiment, aber seine Vertonung und sein Charakter selbst ist auf jeden Fall männlich orientiert. Mit der tiefen Stimme und dem Ganzen, dass er einen Anzug braucht und so. Am Ende sind das alles virtuelle Pixel, die sind alle nicht männlich oder weiblich, aber sein Charakter ist von der Identität her auf jeden Fall eher männlich als weiblich. Komm, ich habe jetzt 3 Runden gegen 10th Pick gespielt. Jetzt sind wir einmal Red Side, jetzt gib mir mal 10th Pick. Ah, ich werde langsam durchrotiert. So nämlich. Oh, er hat Gwen gebannt. Arschloch. Eigentlich ist es jetzt ein Yone-Engel, oder? Das ist eigentlich jetzt einfach ein Yone. Er ist zwar nicht einer der Ladies, aber die letzte Lady wurde halt gebannt. Ich meine, Fiora, Camille, Riven, allesamt geil gegen Aatrox. Gwen auch. Alle 5 Ladies sind gut gegen Aatrox. Wer war die 5. Lady? Vergessen, aber halt Mobilität immer gut gegen Aatrox, wenn du es outplayst. Es ist halt nicht unbedingt leicht, ne? Nur die guten Yones gewinnen dieses Matchup wirklich consistently. Aber vielleicht bin ich ja einer von diesen guten Yones. Vielleicht werde ich einer von den guten Yones. Maybe. Junge, Zeus spielt legit auch Double HP. Er sagt, das auch ist broken. Ich habe gerade Zeus Runenseite gegoogelt. Und ich liebe das ja auch extrem in letzter Zeit. Ich spiele das auch so gerne. Obwohl es auch Nachteile hat. Zum Beispiel mit Irea kommt, wenn er mindestens nicht lasteten. Aber ich verstehe nicht, warum Zeus da nicht Overgrowth geht. Wahrscheinlich denkt er, kann Aatrox so hart bullien, dass er lieber für Aufschwung und Demolish gehen sollte. Doran hat das Match aber auch geübt. Er spielt Overgrowth, aber er spielt nicht Double HP. Och, warum dodgt denn jemand? Ich war so ready. So, gegen was spiele ich jetzt? Gegen Klett mit Fioraban. Heute noch gar kein Jax gespielt. Wollen wir eine Runde Jax spielen? Oh, ich habe mich selbst gebannt, weil ich fast jede Runde Jax banne, weil Champion fucking langweilig ist. Bin ich jetzt doof mit Führer und Dingens bannen. Wir können auch Camille picken, Riven picken, alles mögliche gegen Klett, aber alles ist nicht so spannend. Wir was picken, was ich sonst nicht spiele. Wisst ihr was? Er wurde gerade erst gebufft. Er ist zwar nicht so nice, aber perhaps mit Ignite. Wir machen es einfach. Wir gehen dafür. Der Ninja. Außer Ionia. Mit Double HP Rune kann es nicht schlecht sein, right? Ist unmöglich, dass es bad ist. Erscheint ist ganz nice gegen Klett. Alter Counterpick. Kannst halt mit seiner W seinen Remounten sehr, sehr schwer machen. Peto geht, glaube ich, Iceborne mit Hydra. Ja, aber ich glaube, er spielt so einen Ingenious Hunter Playstyle, den ich jetzt nicht habe. Ich habe Ultimate Hunter, also don't think it's worth it. Kannst du dann permanent die Kacke auslösen. Was ich auf Nidalee auch ganz gerne spiele, aber ich weiß nicht, ob ich es hier machen möchte. Ist Tarzan ein totes Item? Hardzell war noch nie gut. Obwohl, das stimmt nicht. Oh, warum ist der Wolf random neben Fluss? Was macht er da? Hat er sich verirrt? Ein Wölfe schwimmen. Hardzell war nur auf Senna gut. Auf Senna und auf Mundo. Was kostet es sich, einen Champ zu wünschen? Nichts. Du kannst deinen Wunsch in den Chat schreiben, aber ich werde sie nicht unbedingt befolgen. Aber wünschen kannst du dir alles. Vielleicht kommt dein Gauntlet oder Dimmer, der führt dir das und auf einmal ein Peng. Was mit Zion? Zion ist sehr bad mit Hardzell. Wie alle Champions, die for free Leben kriegen, willst du nicht noch mehr Leben Leben haben. Zion Shogat sehr, sehr bad mit Hardzell. Außer natürlich, du willst so ein geiles YouTube-Video machen. 10.000 Leben, 0,30, aber still most damage the turrets. Can my team win? Dann geh Hardzell. Acht HP. Ich hätte ihn noch weiter reinbetten sollen. Der Typ wusste nicht, dass ich Ignite habe. Der hat gedacht, ich habe keinen Ignite. Später Ignite hätte, wäre... Oh, shit. Wenn er später Ignite hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich einfach gekillt. Er hat seine W-Strike geskillt auf Level 2, was es halt unmöglich macht, gut zu remounten. Deswegen konnte ich dafür den All-In gehen. Ja, auf so einer Wave zu dismounten ist meistens nicht gut, weil er halt dann einfach remounten kann. Aber ich glaube, ist okay hier. Das Ding ist, bloß Talon kommt Top-Line. Der ist schon 3-0 mit The Rated Dirk. Das ist schon wieder der Punkt, wo ich Lust habe, loszulassen. Wenn ich jetzt gegankt werde oder einfach sterbe an einem gefeedeten Talon innerhalb von 4 Minuten 3 Kills, dann ist halt well played vom Gegner. Am Junge! Huge! Ja, wir kriegen halt die Wave leider wieder nicht so gut raus, ne? Ja, jetzt sind immer 2 Minuten unter dem Turm gelaufen. Nope, nur einer. Er fällt halt nichts, der Klett, ne? Das ist krass. Außer sein Mental hoffentlich. Ich meine, er ist Level 3, Level 5. Hoffentlich wird er tilten, aber no joke, so bad ist es gar nicht für ihn. Kriegt die Wave wieder gefreezed, ist das respektlos. Kommt ein Dash rein. Ja, danke. Er weiß, dass ich noch da bin, wenn mein Schwert nicht verschwindet. Er weiß, dass ich da bin. Liebe, toll. Okay, er ist absolut Liebe. Dumm. Komm, diesmal brennt er, oder? Dankeschön. Aber Bro, du weißt, dass ich im Busch brenne. Mein Schwert ist nicht verschwunden. Wenn ich gerecordet wäre, wäre mein Schwert weg.
Da musst du wissen. Ich wieder die Wave nicht raus. Ah, Ryo ist so. Ich hab 20 CS-Lead. War schöne Solo-Bolos, aber meine Güte. Er freest die Wave schon wieder, oder was? Look at this guy. Wollen wir recallen auf jemanden raufholten, damit wir den TP kriegen? Ne, kein TP haben. Wenn einfach so eins hilft, da kein TP zu haben, wenn ich an Talon sterbe. Komm, wollen wir auch mal eine Wave abgeben, Tolkien? Er verkackt den Freeze oder so, trust. Er hat den, ja, okay. Gut auf dem Best. 3 Mages reichen nicht. Ja, ich werde auf gar keinen Fall defensiv ulten. Außer wir können Kills kriegen halt. Aber ansonsten will ich aggressiv ulten. Wenn ich wegulte und mein ganzer Lane-Lead geht weg, weil ich ja Platten verliere und Waves verliere und wir kriegen am Ende dann Varus gerettet, der 0-4 steht auf seiner Botlane mit Nami. Ist einfach nicht worth. Das Spiel hier, das könnte ein 2 gegen 3 werden, wo mein TP interessant sein kann. Hoffentlich kennt er mich Kletz. Ja, war bad. Aber ich finde nicht so viel, weil wir TP sind, aber trotzdem bad. Joke. Gegen Winkel. Bei Pedari. Besser als Botlane. Also ich hätte so ein TP hätte ich Botlane noch nicht gemacht, weil es mir zu spekulativ wäre. Ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass Kletz mich cancelt. Persönlich. Den Sekunden Ignite. Haben wir Kill Pressure auf ihn. Deswegen ist es nicht schlecht, ihn zu dismounten. Bei der nächsten Rotation, wenn wir auch wieder W haben, sind wir in der Lage, seinen Remount zu vereiteln. Sunfire und Base. Wir sollen aber eigentlich mit den Boys hier diven. Ich spiele Demolish? Ich bin der Alpha. Warum habe ich nicht Shield Bash gespielt? Das ist der einzige Champion, auf den man Shield Bash gehen sollte. Wollen wir auf den Klett Torn flashen? Huge! Warwick wird den Ding jetzt aufräumen. Wichtiger 600 Gold Bounty, wenn auch leider für Nami. Ich werde versucht rauszuholten, but he can't make it. Das ist so gut für uns jetzt. Trap der Nami. Botan ist halt so fucked, aber sie muss halt was machen. Weg zu Roman, nicht schlecht als Antwort. Wir haben gleich wieder Ult. Dann haben wir auch 3 Ultimate Hunter Stacks von 5. Klett, Talon und Hawaii haben wir ja gestackt mittlerweile. Game sieht absolut Ruffy McTuffy aus. Aber Wunderbild ist es natürlich dennoch. In den ganz klassischen Bild, weiß nicht, ob es der beste Bild ist, lange kein Schein gespielt. Hab ja geschrieben, XP, du, ne? Hier mit Iceborne Gauntlet, Titanic Hydra und Genius Hunter. Aber wir haben jetzt Ultimate Hunter, also spielen wir ganz klassisch Sunfire, Titanic Hydra. Ist auch stark, kriegen Auto-Attack Reset. Hätte ich Titanic Hydra rushen sollen, dieses Game so gefeedet, wie ich war. Ich hätte mit 3000 Gold gebased, hätte ich nicht unbedingt Barmys gehen müssen. Aber Shen's Gate halt 0 mit AD und sehr viel mit Leben. Ich habe sie für den Moment gerettet. Wenn sie noch Spells hat, might be gut. Naja, ist fein, wenn er sich dafür tradet. Nice, Mann. Mit dem Top-End 2 Platten straight verloren an Klett. Aber ist immer noch mega worth. Not bad, Mann. Der Typ ist auch noch gestorben und hat geflasht. Der Why. Ich war nicht mal ein Bounty. Ich war 5-0 und kein Bounty, ne? Aber absurderweise haben wir Lane so hart gewonnen, dass wir nicht viel verloren haben, bis weg die Pien 2 Platten in so einer Situation sind. Also, ne, ist ja für die zweite Ult sogar. Echt nicht viel. Das ist komplett in Ordnung. Und ich glaube, kein anderer Champion kann das Game hier carryen aus Top-Lane, außer Shen. So mit Impact auf der Karte und sowas. So ein Play wie das ist halt so huge für uns. Wir bestrafen mit Klett dafür. Wo habe ich den Kill gelassen? Ich meine, der Varus beschwert sich über Nami. Nami macht einen guten Play. Ich weiß nicht, wer Botlane gehindert hat, aber die waren beide so fucked, dass Nami einfach roamen sollte. Die waren halt 0-6, dass Nami sich entschieden hat, einfach wegzugehen. Das ist natürlich immer ärgerlich, dass der AD Carry das nicht machen kann, klar. Deswegen kann er nicht Nami, sollte Nami nicht versuchen, das Game nicht zu gewinnen. Wenn wir 2 Bounties kriegen, plus den Kill auf Klett, ist das insane, by the way. Dann ist Ari mit der Von Yon gestorben, das blowt extrem. Ich spanne ja alles an zu gewinnen. Kriegen wir noch 2 fette Bounties und damit einen 3. Bounty, denke ich auch. Harold sollte eigentlich immer in irgendeinem Turm münden. Fairerweise die Turrets, die wir kriegen können. Beide vor der HP. Mit und Bot Turret. Holt zum Committen eigentlich. Nicht raus ulten! Mein Gott! Ari flankt von der Seite, Nami wird gefokust, er ultet raus mit Warwick. Wenn er rein ultet, er trifft irgendeine Person, ich habe danach taunt, auf die andere ist es halt einfach straight ein Kill. Deswegen wollt ihr normalerweise immer auf so Akali, Hekarim, Echo, auf alle möglichen Champions halt ulten, die reinjumpen. Ihr wollt halt aggressive Ults. Ihr beschützt die Person, die deep geht und ihr seid dann in der Backline drin. Auf das Sunfire ihn fast noch killt, aber Warwick kann ihn runterjagen, nicht schlecht. Braucht sie mich? Nein, sie braucht mich nicht. Der Warwick ist noch nie, der Baum ist noch nie gestorben, dieses Game. Now it's the first time. Wichtig. Den defenden wir den Varus. Wir müssen überall zeitgleich sein, sage ich. Und wir sind überall zeitgleich. Warum flasht er? Es ist ein Klett.
I am the assassin. I am the 1v9. Ich glaube, ich habe genug Armor. Aber vielleicht lüge ich, vielleicht troll ich. Mein Cat ist halt so weak. Talon ist aber stark und Ezreal ist auch nicht weak. Dann brauchen wir Ult dafür. Ich glaube, der ist einfach tot. Wobei ist er auch nicht schon dead. Also wir sind eigentlich fein da hinten. Reset auf Ahri. Deswegen komme ich dazu. Ah, statt der Flash. Der ist raus. Oder ist sie? Oh, wichtiger Ult. Ja, I mean, sehr lästig. Aber der Kletter hat den Luxus eines sehr gefeedeten Teams. Vielleicht war meine Ult treu. Ja, ist einfach nicht worth. Wir verlieren zu viel. Ich habe zu früh gewählt. Er kann remounten jetzt. Eigentlich, ich bin so fehl. Trotzdem kriegt er Inip. Ich habe kein TP, Ahri auch nicht. Weißt, meine Ult ist alles, was wir haben. Ja, ist einfach lästig, ne? Ist einfach Winning Team. Ich muss halt was machen. Aber das, da hätte ich gerade nicht ulten müssten. Ich hätte auch chillen können. Ich darf erst ulten, wenn die Wave wirklich weg ist. Sonst wird er nämlich in der Zeit den Nexus nehmen. Das ist aber noch geflasht. Muss Base für Kletz. Ach du Heide. Machen wir gerade wirklich Drake? Mit drei. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Das ist doch insane. Haben wir wirklich gerade zu dritt Drake gemacht? Mit einem Hash auf der Karte. Like, how does that even happen? Ich glaube, die Gegner engagen. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, kann nicht sterben, wenn ich da bin. Easy. Geben noch Lock in unseren Boys hin. Stirbt Kletter am Ignite. Antwort ist leider nein. Ein HP probably. Wir müssen jetzt mal überleben. Dreimal auf einem HP. Das gibt Turrets. Wir haben scheinbar Nash getradet. Aber Leute, das ist von Warplate. Hat Humor. Es hat einen gewissen Galgenhumor. Hier mich Nami. Lieber ich als unser Nexus. Reset für Ahri. Nein, hat Humor, wenn er klärt mit 0-6-2. Jetzt gewinnt er 2 Assists bekommen. Nicht bad, nicht bad. Well played. Einen Nexus-Turm haben wir bewahren können. Einen haben wir abgegeben. Schöner 4 von Warwick. Das macht Toppen, wäre das einfach sein Ding. Und Jungs, you gotta hold him. Er hätte dafür gehen sollen. Nimm doch Nexus-Turm, klärt du aus Nash. Nash und Heilbreaker. Ja, GG. Da wirklich alles versucht. Aber es war nicht drin. Dass wir da den Nash abgeben, macht mich ein ganz bisschen traurig. I mean, I don't know how. Ich weiß wirklich nicht, wie wir da Nash abgeben können. Warum wir da zu dritt Drake machen, ist für mich mindblowing persönlich. Wir haben den Catch auf Mitte bekommen mit meinem E-Flash gegen Y. Dazu war auch geflasht. Ich defende Botwave gegen Klett, weil ich muss. Super Minions. Und dann gehen wir zu dritt Drake. Mindblowing. Aber gut, Game leider over. Selbst mit Chen. Ich meine, das ist ja auch ein cooles Game eigentlich so. Weil selbst mit dem Most Impact Champion auf der Karte, mit Ultimate Hunter und allem, ist es nicht genug. Timmy? Aber er hat mir ja 10 Kills mit 13.000 Damage. Das ist jetzt auch nicht so Togo, ne? 13.000 Damage nur. Klett hat weniger Damage als sein Support. We tried. Wir haben alles angespannt.